Stadion. Und mein Name ist Frank Buschmann. Freuen wir uns auf eine hoffentlich interessante Begegnung. Und der Schiedsrichter heute ist Steffen Schwurbel. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Marcel Bär. Sebastian Vassiliadis. Traut. Marcel Bär. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt vielleicht. Lediglich 7 Minuten haben sie für den ersten Treffer gebraucht. Sufyan Benyamina. Und den Ball hat er sich geholt. Geht er vorbei. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Den spielt er gut. Und jetzt die Chance. Da ist das Tor. Der war nicht zu halten. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Da pfeift der Freistoß. Thorsten Schulz. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Sufyan Benyamina. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gerrit Wegkamp. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt vielleicht. Der geht genau auf den Torhüter. Da verlängert er den Ball. Sebastian Vassiliadis. Und jetzt der Schuss. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und jetzt wird es Einwurf geben. Marcel Bär. Maximilian Welzmüller. Jetzt haben sie den Ball. Sufyan Benyamina. Matthias Morris. Er steht gut und hat den Ball. Sebastian Vassiliadis. Sauberes Tackling von ihm. Sie holen sich den Ball. Sebastian Vassiliadis. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Tommy Gruppe.
Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Sie führen zur Pause und die Führung kommt nicht von ungefähr. Nee, das haben sie wirklich toll gemacht. Aus einer großen Ballsicherheit heraus haben sie hier doch einige Chancen gehabt, sich erspielt und die am Ende dann eben auch genutzt. Zwei Spieler kommen jetzt neu in die Partie. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Maximilian Welzmüller. Matthias Moris. Pfosten, aber es geht weiter. Weiter geht es mit einem Einwurf. Maximilian Welzmüller. Jetzt in der Anspielstation. Er schießt. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Er bekommt Hilfe. Sauber vom Ball getrennt hier. Sufyan Benyamina. Gruppe. Jetzt sind sie am Ball. Maximilian Welzmüller. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und jetzt die Chance. Die Chance versieht er, aber die Defensive sollte jetzt gewarnt sein. Ja, so eine Möglichkeit lässt er kein zweites Mal aus. Sie müssen versuchen, ihn besser in den Griff zu bekommen. Es wird eine Auswechslung geben. Sebastian Vassiliadis. Jetzt vielleicht. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Marcel Zimmer. Traut. Sebastian Vassiliadis. Maximilian Welzmüller. Da ist der Ball weg. Jetzt gibt's einen Einwurf. Rankovic. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Er bekommt die Unterstützung. Sebastian Vassiliadis. Jetzt schießt er. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Gerrit Wegkamp. Daniel Stanese. Maximilian Welzmüller. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Er versucht's. Sie wollen nochmal nachlegen, aber hier fehlte die Präzision. Gleich wird hier ausgewechselt.
gemacht, er hat den Ball. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. 1 Minute gibt es obendrauf. Ah, da bleibt der Spieler liegen. Sieht nach Zerrung aus. Und jetzt die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Gut geklärt. Das war wichtig. Da verlängert er den Ball. Matthias Morris. Gute Aktion, gut geklärt. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Ich dachte, Buschi, irgendwann schalten die mal einen Gang zurück. Aber denkste? Ja. Everybody makes mistakes, am I mistaken for the way?